Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki Daily mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute hier im Studio bin ich, ja, das ist Sashi, aber der Esel nennt sich ja immer zuletzt. Nee, zuerst. Du bist der Till, der Till von dem YouTube-Kanal Till und sein Vlog. Und wir erzählen heute vom 18. Mai. Richtig. Und am 18. Mai haben wir natürlich wieder ein Geburtstagskind. Und unser Geburtstagskind heute ist Heinz-Harald Frenzen. Kennst du Heinz-Harald Frenzen? Ja, das war auch mal ein Rennfahrer. Ja, das... Ja, Heinz-Harald Frenzen. Hier ist noch richtig jung. Ne? Richtig jung. Richtig jung. Da hat er, glaube ich, noch keinen Führerschein gehabt. Ja, nee, da hat er, war vielleicht nur unter 18, das kann sein. Ja. Aber die konnte ja trotzdem auf der Rennstrecke fahren. Ja, das ist ja Privatgelände. Irgendein Motorrad-Weltmeister war 17 und hatte noch keinen wirklichen Führerschein gehabt. War aber Motorrad-Weltmeister, war auch schon mal irgendwie der Fall. Ist ja auch egal. Kommt vor. Heinz-Harald Frenzen hat in seiner Formel-1-Karriere eigentlich nichts gewonnen, sozusagen. Ja, im Prinzip war einmal Vize-Weltmeister, 1997 habe ich im Kopf, genau, und hat 1994 bis 2003 ist er gefahren. Also, sehr erfolgreich also. Ja, also dabei zu sein ist ja schon mal richtig geil, ne? Aber also du hast zum Beispiel noch nie die Formel 1 geschafft. Ich habe aber auch noch nie den undankbaren zweiten Platz gemacht. Ja, nicht mal das. Ja. Ja, genau. Aber was war am 18. Mai noch? 1990 wurde was ganz Wichtiges beschlossen, und zwar die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion, die wurde da beschlossen, die ist allerdings erst am 1. Juli in Kraft getreten. Aber ach so, das heißt also, dass die D-Mark hier fort ist und dann der Euro kommt? Ich glaube erstmal, dass Ost und West die gleiche Währung haben. Ach so, das ist damals der Fall gewesen. Ah, okay, also die Ostmark ist abgeschafft worden. Richtig. Sozusagen. Ah, ich verstehe. Man hat sich darauf geeinigt, dass man das Geld nimmt, was sich besser anfühlt. Und das war die Westmark? Ja, hast du mal ostdeutsche Münzen in der Hand gehabt? Nee. Ach, furchtbar. Blech oder was? Blech. Ja, ich kann es auch Knöpfe nehmen. Nee, aber ich bin also nicht bewusst, dass ich das irgendwie mal gehabt habe. Nee, keine Ahnung. Ganz dünnes Blech. Am 18. Mai ist auch der, jetzt muss ich überlegen, pass auf. Die Bewohner Uruguays besiegen bei Las Piedras, ja, das ist die uruguayische Flagge. Sagt ihr dir was? Nein. Kennt man nur von der Weltmeisterschaft oder sowas, aber du bist ja kein Fußballfan. Richtig. Haben die spanische Kolonialmacht in einen Unabhängigkeitskrieg vertrieben, und das war am 18. Mai, warte mal, ich muss mal gucken, 1811. Ja? Da warst du noch nicht mal flüssig. Nee. Nee, das war dann halt, du warst sozusagen flüssig. Also, verstehst du, was ich meine? Ja, und du hast gerade draußen deinen Dinosaurier angebunden und bist zum Grillen gegangen. Ja, genau. Also ich war ja schon auf der Welt 1811. Ich habe da auf jeden Fall schon, da war ich schon volljährig. Ah. Ja. Und ich habe dann in den Nachrichten habe ich dann gesehen, was in Uruguay abging. Und dann habe ich gedacht, so krass, das muss ich mal, Jahrhunderte später muss ich das mal im Internet mal kundtun. Hm, richtig. War eine gute Wahl. Ja. Aber apropos Jahrhunderte und lange Zeit, weil nämlich 1965 war das erste Mal seit, lass mich lügen, 56 Jahren ein englischer Monarch bzw. eine englische Monarchin in Deutschland. Ach so, die hatte Deutschland besucht. Genau. Und vorher 56 Jahre lang nicht, also keiner. Ach so, okay. Also die Queen Lisbeth, ne? Ja. Die zweite. Die zweite. Die hat dann Deutschland besucht, das erste Mal seit 56 Jahren. Also nicht, also überhaupt, nicht sie, ja, ja. Also seit, überhaupt seit 56 Jahren. Gut, da war, ja der war das das erste Mal, dass ein englischer Monarch Deutschland besucht hat. Was ja eigentlich recht interessant ist, weil, bisschen Background-Wissen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, die sind, also ich möchte jetzt nicht lügen, aber die englische Monarchie ist ja auch zum Teil verwandt mit der Monarchie von Hannover zum Beispiel. Ja, also die haben ja, sind ja alle irgendwie verwoben. Richtig. Genau. Und, sind ja verwandt. Die sind, genau. Ja, die sind ja aber sowas von verwandt. Ja, die hauen ja mit Regenschirm hauen die auf der einen Seite in Hannover. Und, das, und die sind ja gleichzeitig dann mit irgendwelchen Monegassen dann verheiratet in dem Moment. Und die Monegassen haben dann wieder dann Beziehungen zu den Engländern. Aber das ist ja noch viel älter, diese Beziehung. Ja, aber merkst du was? Und dann besuchst du 56 Jahre lang nicht deine Verwandtschaft. Aber ist auch fies, ne? Das ist eigentlich fies. Also von daher ist ja die Lisbeth schon eine Nette. Ja, also... Das ist mal über den Schatten getreten. Aber da war der Krieg dazwischen. Ja. Und wegen des Krieges hat es dann halt so lange gedauert, ja. Man muss sich ja auch erstmal
Akklimatisieren ist, glaube ich, das Wort. Ja. Und das war am 18. Mai, wann? In welchem Jahr? 65. 65, genau. Also 1965. Ja, also das heißt also, wir haben am 18. Mai den Besuch der Queen. Wir haben am 18. Mai, was habe ich nochmal erzählt? Achso, ja genau, mit den Uruguayern, den Kram. Was hast du nochmal erzählt am 18. Mai? Währungs- und Wirtschaft. Währungs- und der Heinz-Harald Frentzen ist auf die Welt getreten. Ja, was ein Glück. Am 18. Mai. Das wisst ihr jetzt alles. Jetzt könnt ihr raus in die Welt gehen und könnt ein bisschen angeben heute. Und morgen sehen wir uns wieder am 19. Mai. Und ich freue mich schon drauf. Bis dann. Cheerio, Miss Sophie.